Ja, herzlich willkommen zum Online-Salon Cortado. Wem diese Kaffeevariante noch unbekannt ist, der Cortado ist in Spanien ein Espresso mit aufgeschäumter Milch. Und was wir in dem Online-Salon normalerweise in 90 Minuten in interaktiver Form tun, das tun wir jetzt hier in Kurzfassung, in 15 Minuten, weil ich es so schade finde, dass die Impulse, die wir in dem Online-Salon erhalten, es aber hinter verschlossenen Türen machen, weil wir halt gerne auch wirklich in den Austausch gehen wollen und private und persönliche Stories dazu mit reinnehmen wollen. Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir das hier nochmal mit unseren Gästen aus dem Online-Salon. Und ich freue mich besonders auf die heutige Ausgabe, denn es geht um Netzwerken. Und ich finde, Netzwerken und Coworking, das passt so dermaßen zusammen. Und schon ganz am Anfang habe ich gesagt, Coworking ist eigentlich wie vernetzendes Arbeiten. Denn nebenan am Schreibtisch sitzt vielleicht eine Lösung für ein Problem, was du hast, sitzt eine Inspiration, sitzt vielleicht eine Kooperationspartnerin. Also es gibt vielleicht auch jemanden, der in ein ganz anderes Netzwerk dir wiederum weiterhilft. Wahnsinn. Und in den aktuellen Situationen sind wir natürlich sehr auf das digitale Netzwerken auch angewiesen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir uns damals die Ute Blindert eingeladen haben. Die hole ich hier gerade mal zu uns. Und wir möchten uns heute nämlich über das Netzwerken in digitalen Zeiten unterhalten. Und herzlich willkommen, Ute. Liebe Ute, zur Vorstellung nutze ich gerne das MAD-T-Format. Und dazu gebe ich dir drei Satzanfänge, die ich dich bitte zu vervollständigen. Also, Ute, an meiner Stadt, in der ich lebe, liebe ich. Den Dom. Und jetzt kann man sich schon überlegen, welche Stadt das wohl ist. Köln. Genau. Wenn ich ein Startup gründen würde, dann. Ich befinde mich gerade im Startup. Ich gründe gerade den Netzwerkbooster oder bin in der Gründung. Also sprich, dann würde ich den Netzwerkbooster gründen. Ja, wunderbar. Und meine Superkraft, die ich im Business nutze, ist. Ich muss etwas haben, was viele Leute als sehr herzlich und gastfreundlich empfinden. Und wo meine Kundin zu mir gesagt hat, da bin ich ihr total dankbar. Ich kann sozusagen Feed forward gehen. Also statt Feedback, Feed forward geben. Das scheint eine Superkraft zu sein. Ah, wunderbar. Und mit dieser Superkraft bist du natürlich dann auch ein sehr guter vernetzender Mensch, ne? Weil wenn Feed Forward, das ist etwas, was uns nach vorne bringt und was in puncto Networking auf jeden Fall hilft. Und damit sind wir sozusagen schon im Thema. Liebe Ute, welche Impulse hast du uns mitgebracht zum Thema Netzwerken in digitalen Zeiten? Ja, das ist mir nämlich immer super wichtig, dass es nicht etwa digitales Netzwerken allein ist, Richtig. sondern Netzwerken in digitalen Zeiten, was natürlich auch analoges Netzwerken und manchmal sogar Schreiben mit einem Füller beinhaltet, weil das kann auch manchmal zum Netzwerken dazugehören. Ja, siehst du, oder mit einem Stift oder mit einem Bleistift oder was auch immer. Und ja, das ist genau, Netzwerken in digitalen Zeiten habe ich dir heute mitgebracht. Okay, here we go. Ich habe gehört, du hast auch ein paar Karten dabei, so wie damals Ja, ich habe ein paar Karten. Ich im dachte, okay, alles klar. Ja, und zwar Netzwerken in digitalen Zeiten ist natürlich ein ganz, ganz großes, also ist natürlich ein großes Thema, aber ich möchte das heute mal so ein bisschen runterbrechen auf das, wie du Netzwerken für dich so nutzen kannst, dass es dich halt tatsächlich persönlich oder jetzt in meinem Fall bei meinen Kunden natürlich für dein Unternehmen weiterbringt, weil ich hauptsächlich mit Unternehmer, Unternehmerinnen arbeite, mit Selbstständigen, Freiberuflerinnen, also mit kleinen Unternehmen in der Regel. Und wenn ich mit denen so einen Prozess durchgehe und das mit denen durchdenke, dann habe ich immer, und jetzt kommt schon die erste Karte, habe ich fünf Kärtchen mitgebracht, bringe ich immer mit. Und das ist immer so die wichtigste erste Frage ist ja immer, wo willst du überhaupt hin? Also was ist überhaupt dein Ziel? So ein bisschen vorgelagert muss natürlich noch immer so eine Standortbestimmung mit dazu. Also wo stehe ich jetzt gerade? Weil es natürlich auch immer ein Unterschied ist, ob ich jetzt gerade aus einem Unternehmen heraus mein eigenes Unternehmen gründe oder ob ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe mit meinem Unternehmen mich bis jetzt um Gartenbaubetriebe gekümmert und jetzt will ich irgendwie in die
digitale Prozessberatung gehen, habe ich natürlich, ne, das eine ist mein Standort und jetzt muss ich dann natürlich dann auch sagen, wo will ich dann überhaupt hin? Das ist natürlich dieses, da will ich hin, was ist mein Ziel? Das ist, es hört sich noch nicht mal banal an, es ist auch nicht banal, es ist durchaus etwas, was einige Zeit braucht und womit man sich ordentlich auseinandersetzen muss, aber im Prozess ist das halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich beruhige meine Kunden auch immer so ein bisschen, dass ich sage, irgendwie, ja, du brauchst irgendwie nicht sofort alles sofort für dich zu 180% lösen. Es reicht auch für den Start, dass du da dir grundsätzlich Gedanken dazu machst und dann einfach für dich das so ein bisschen immer wieder auch dran bleibst und drin ein bisschen weiterentwickelst. So, weil wenn du eigentlich weißt, wo du hin willst, kannst du deine Strategie fürs Netzwerken entwickeln. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Der ist sehr, sehr wichtig. Der halte ich mal auch wieder hier rein, nämlich meine Ressourcen. Und da ich ja unternehmerisch unterwegs bin und auch mit meinen Kunden, ist natürlich für mich, Ressourcen haben für mich auch was damit zu tun, was hast du für eine Möglichkeit überhaupt, unternehmerisch zu investieren in dein Netzwerken. Aber je nachdem, wie unsere Lebenssituation ist, ist die halt natürlich auch unterschiedlich. Und es hilft immer, sich darüber im Klaren zu sein, was habe ich überhaupt, was ich einsetzen kann, damit ich dann nicht irgendwie anfange, irgendwie 17 Kanäle zu bestimmen und auf 180 Netzwerkveranstaltungen zu gehen, wenn ich irgendwie gerade 2 kleine Kinder habe oder irgendwie gerade meine Eltern irgendwie im Altwerden begleite oder ein Haus kaufe oder so, dann habe ich womöglich ein bisschen wenig Ressource Zeit im Moment zur Verfügung und muss einfach sehr, sehr, sehr fokussiert damit umgehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel gerade aus einem Unternehmen komme und eine ordentliche Abfindung bekommen habe, dann kann ich vielleicht auch sagen, ja, ich habe bei der Ressource Geld ein bisschen mehr zur Verfügung und kann mir dann vielleicht auch Unterstützung kaufen, ne? Und auch das ist was, wo man sich natürlich unternehmerisch mit beschäftigen sollte, dass man zum Beispiel sagt, was bin ich denn auch bereit dafür zu investieren? Weil natürlich, wenn ich mir Hilfe hole, kann ich natürlich auch ein paar Sachen abkürzen. Dann als dritten Punkt bei dem Thema Ressourcen kommt immer noch mit dazu, was bin ich denn bereit zu geben? Und ich habe da eine ganz mittlerweile eine unglaublich freigebige Haltung entwickelt. Also ich teile und schenke wie verrückt, weil ich das Gefühl habe, dass alles an irgendeiner Ecke wieder zurückkommt. Wenn deine Haltung dazu ein bisschen anders ist oder du zum Beispiel auch so wirklich Spezialwissen hast, also wenn du Markenanwältin bist und zum Beispiel sagst, ja, wenn ich da irgendwas nach außen haue, dann kann ich womöglich hinterher rechtlich belangt werden oder so, musst du halt dann für dich auch so ein bisschen überlegen, wie man das macht. Aber auch da gibt es tatsächlich richtig gute Beispiele, wie Leute durch Netzwerken ihr Sein als Markenanwalt zum Beispiel da in das Netzwerk getragen haben und darüber wahrscheinlich auch wahnsinnig viele Kunden auf deren Büro dann halt hineinkommen. Und ein wichtiger Punkt bei dem Thema Ressourcen, ich zeige es auch einfach nochmal hier, mein grünes Kärtchen, meine Ressourcen, ist auch nochmal sich darüber im Klaren zu werden, was passt überhaupt zu dir und wo bist du überhaupt bereit, nach außen zu gehen, was liegt dir, ne? Also ich hatte zum Beispiel heute jemand, die sagte, ich weiß nicht, ob ich zu LinkedIn gehen will, weil ich da einfach so viele Leute aus meinem alten Unternehmen treffe. Vielleicht ist das im Moment noch nicht das richtige Netzwerk. Je nachdem, was ja, welchem Geschäftsfeld man unterwegs ist, muss man da vielleicht so ein bisschen überlegen, ob man lieber sagt, man bereitet den Weg. Aber wir haben ja noch ein anderes Business-Netzwerk, was man gut benutzen kann. Xing kann man auch seine Kunden darüber ansprechen und erreichen. Dann muss man sich eine andere Strategie überlegen. Auch total gut möglich. Was ich noch wichtig finde in dem Zusammenhang, ist, sich darüber im Klaren zu werden, bin ich jemand, dem das was ausmacht, mich vor eine Kamera zu setzen, ja oder nein? Oder schreibe ich zum Beispiel lieber? Oder bin ich halt tatsächlich jemand, der sehr, sehr tiefe Beziehungen vielleicht eher auf dem analogen Wege eingeht? Denn sich da zu verbiegen und zu denken, irgendwie geh raus aus deiner Komfortzone und dann passiert die ganze Magie, sorry Leute, habe ich mittlerweile sehe ich mittlerweile ein bisschen anders. Ich bin da eher meinen Kunden gegenüber mal sehr feedforward, unterstützend mäßig und eher sagen, okay, das ist dein, da können wir jetzt ausgehen und weitergehen. So, ich habe die Uhr im Blick und wir kommen nämlich zum nächsten Punkt, nämlich zu sagen, ich werde sichtbar. So, das ist nämlich oft ein Problem bei vielen Leuten, nämlich zu sagen, oh Gott, ich habe so viele Möglichkeiten, ne? Ich kann bei Xing und LinkedIn und Facebook und Instagram und ich kann zur IHK gehen und ich kann zur
Cologne Connect gehen. Ich kann zu, auch online, ne? Auch online können wir ohne Ende Netzwerkveranstaltungen besuchen oder sogar vielleicht noch leichter. Und da sich immer wieder damit auseinanderzusetzen, was sind eigentlich die richtigen Elemente, Netzwerke, Kanäle, Personen, bei denen ich überhaupt sichtbar werden will. Und da kommt natürlich ganz viel Kundenarbeit mit rein, ganz viel damit zu überlegen, wo sind meine Kunden hauptsächlich, wo kann ich die am besten abholen, und da sich damit auseinanderzusetzen und dann wirklich Entscheidungen zu treffen und zu sagen, ich fokussiere. Also zum Beispiel zu sagen, wenn diese eine Kundin zum Beispiel sagt, LinkedIn ist im Moment nichts für mich, ja, sorry, ist kein Problem, du kannst auch über LinkedIn. Dann musst du halt ein bisschen anders vorgehen, aber es ist überhaupt kein schlechtes Netzwerk, um potenzielle Kunden zu erreichen. Wenn du sagst, Facebook, da will ich nicht sein, wenn du aber sagst, ich will ganz, ganz viele Leute im mittleren Alter erreichen, Frauen, und ich habe vielleicht eher so ein B2C-Produkt, also ein Consumer-Produkt, ist wahrscheinlich Facebook kein schlechtes, kein schlechter Kanal oder womöglich, oder Instagram natürlich. Und da muss man sich dann halt überlegen, was ist da dann der richtige Kanal für mich und womöglich sich dann auch fokussieren und sich auch darüber im Klaren werden, wie kann ich denn auch auf eine gute Art und Weise sichtbar werden. Und das ist teilweise sehr technisch. Also da gibt es halt ganz viele Möglichkeiten, wie ich das technisch machen kann. Aber am Ende kommt es auch immer darauf zurück, wie mache ich das so, dass die Leute sich mit mir vernetzen, die näher an mein Herz herankommen und ich sie dann am Ende davon überzeugen kann, dass das eine gute Idee ist, mit mir zusammenzuarbeiten oder meine Sachen zu kaufen natürlich. So, jetzt kommt das nächste. Ich vernetze mich mit dir oder ich vernetze mich, könnte man auch nochmal so nehmen. Und ich vernetze mich mit dir hat ganz viel damit zu tun, dass man sich sehr damit auseinandersetzt, wie man eigentlich die Menschen näher an sich heranholt für das in seinem eigenen Netzwerk. Also ich mache das immer so, dass ich mit meinen Kunden daran arbeite, wenn du dich so ein bisschen so innerlich in der Mitte siehst und dann hast du Menschen, die sehr, sehr nah an dir sind und dann gibt es Menschen, die sind ein bisschen weiter entfernt und welche, die sind noch weiter entfernt und dann gibt es noch so verschiedene Dimensionen, wo man sich das nochmal so angucken kann. Und da ist halt das Wichtige zu sagen, wenn jetzt womöglich, also nehmen wir mal an, du bist jetzt gerade im Bereich Personalmarketing unterwegs und du würdest jetzt zum Beispiel sagen, ich will aber Beraterin werden für das Thema Personalentwicklung, dann würdest du dir zum Beispiel angucken, wie ist jetzt im Moment mein Netzwerk und wo sind vielleicht schon Menschen aus der Personalentwicklung schon drin, die aber womöglich relativ weit von dir entfernt sind, also wo die Bande zu dir nicht so eng sind. Und jetzt ist es wichtig, diese Personen etwas näher an sich heranzuholen. Und das muss man sich dann im Einzelfall so ein bisschen angucken. Es gibt verschiedene Strategien, die ich dann zum Beispiel auch mit meinen Kundinnen und Kunden mir natürlich so genauer anschaue. Wichtig ist daran, man könnte jetzt denken, dass es super wichtig ist, dass ganz, ganz viele Menschen ganz eng bei mir sind. Die Netzwerkforschung hat aber gezeigt, dass das nicht so gut funktioniert. Das ist super, aber es ist gar nicht so zentral, dass wir ganz, ganz viele Menschen ganz nah bei uns haben, weil wir können gar nicht so viele ganz enge Menschen um uns drum haben. Das schaffen wir einfach nicht. Das sind in der Regel, begrenzt sich das auf so 5 bis 6 Menschen. Und dieser etwas größere Kreis oder sogar der danach folgende Kreis, diese Menschen, die so ein bisschen über Bande mit uns verbunden sind, das sind oft diejenigen, die einfach die besten Empfehler für uns sind. Also die uns weiterempfehlen, die Ideen für uns haben, die bei Umfragen uns Ideen reinliefern. Und deshalb ist es so wichtig, nicht nur so ganz eng zu sein, sondern durchaus ein bisschen größer. Und ich rede da jetzt nicht über die Menge, sondern es ist nur wichtig, dass man sagt, man ist, guckt ein bisschen weiter, weil die oft super wertvoll sind, ne? Und dann habe ich zum Schluss noch die Do's and Don'ts mitgebracht. Also ich halte jetzt hier nochmal mein Lieblingsgelb natürlich hier, Do's and Don'ts. Und ich bin natürlich ein Riesenfan immer von den Do's. Und habe so eine Sache, die vielleicht auch nochmal so wichtig ist bei dem Netzwerken in digitalen Zeiten, ist nämlich, dass es so ist, dass du, wenn du
digital, wenn du analog irgendwo bist, also jetzt zum Beispiel, wenn ich diesen Vortrag jetzt irgendwo halten würde und da wären jetzt 20 Leute, dann wäre das schön für die 20 Leute und vielleicht würden die mich auch hinterher irgendwie weiterempfehlen, aber du kannst dir vorstellen, der Kreis ist begrenzt. Wenn ich aber jetzt dieser Vortrag, den ich vor 20 Leuten halte, der gefilmt wird und ich stelle den bei YouTube rein und bringe auch den auf meiner Webseite und den Social-Media-Kanälen, dann erreicht vielleicht dieser Vortrag auf die längere Zeit vielleicht 1000 Leute oder sogar 2000 Leute. Das heißt, mein Potenzial ist viel größer. Das heißt, mein Du ist immer, sei analog präsent, egal ob jetzt vor der Kamera oder wie auch immer, ne, nach Corona. Mach das Analoge digital und dann wird das Digitale nachhaltig für dein Business. Das nächste wäre, mein nächster Tipp ist da bei dem Du, trau dich zu fragen. Im Netz zu fragen, in guten Gruppen zum Beispiel oder deine Kunden zu fragen. Stell einfach Fragen, weil das ist fast das Allerwertvollste, was du in sozialen Netzwerken tun kannst. Und denk immer daran, und das ist immer, damit schließe ich dann auch, dass dein Netzwerk, wenn du dein Netzwerk brauchst, dann sollte es da sein. Deswegen, wenn du noch keins hast, fang heute an. Wenn du schon eins hast, mach's größer. Auf jeden Fall, das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ein gutes Feed-Forward. Entschuldigung, dass ich dich eben vielleicht ein bisschen erschrocken habe. Ja. Aber ich fand, das passte so gut, dass du sagst, ich rede gar nicht über die Don'ts, ich rede über die Do's. Auch das ist Ja, das irgendwie, finde stimmt. ich, ein schönes Feed-Forward. Das hat mir sehr gut gefallen. Sorry, wenn ich dich da ein bisschen gestört habe. Aber apropos gestört, was wollten wir denn vielleicht noch kurz mitteilen, wenn wir zwei machen auch so ein paar Dinge zusammen, die auch was mit Netzwerken zu tun haben? Ja, soll ich? Ich halte jetzt mal elegant, weil wir haben noch einen Slot frei, da halte ich jetzt einfach mal meinen Finger drüber. Nein, wir haben, das ist unser Programm für den Netzwerkbooster am 23. April, also nächste Woche Freitag. Und Genau. ja, danke Doris, dass du es nochmal eingeblendet hast. 23. April, einen ganzen Tag lang Netzwerken in digitalen Zeiten, dein Business und Never Lunch Alone. Also das heißt, wir haben so eine Mischung aus Konferenzprogramm, was wir beide gestaltet haben, also wo wir uns ordentlich das Gehirn zermartert haben. Ne? Wer könnte, also hier zum Beispiel unser Auftakt mit Katharina Bruns, die interviewt wird von Simone Fasse. Dann haben wir die Marit Alke zum Thema Online-Kurse. Wir haben die Carola Kleinschmidt, die im letzten Jahr in Corona-Zeiten einen kleinen Bestseller selber herausgebracht hat. Und haben dann nochmal so Formate, wo es darum geht, dass wir so Pick My Brain nennen wir das, ne, Doris? Das ist Ja. praktisch so wie die Leute können in die verschiedenen Räume reingehen und einfach alles fragen, was sie fragen wollen, ne? Also zum Thema PR, Sketchnotes, Techniksachen. Also wir haben den Frank Katzer dabei. Ich hab nur mal 10 Minuten mit Frank telefoniert und hatte danach drei neue Programme auf der To-Do-Liste so ungefähr. Also es ist wirklich super klasse. Und dann hier eine Sache, und das ist ja uns so wichtig, dass wir immer sagen, der neueste heiße Shitkram, also ich versuche das auch so ein bisschen norddeutsch zu sagen, ist halt, dass wir gesagt haben, wenn man in Agenturen oder neulich hatte ich von Daniel Rehn was gehört, was so der neueste heiße Scheiß ist, und dann wirst du ja wahnsinnig als Solopreneur, ne? Und wir sagen halt, wir brechen das Ganze runter für die Leute, die einfach solo unterwegs sind oder vielleicht mal 450-Euro-Kraft haben und die brauchen halt nicht jeden heißen Scheiß. Die brauchen halt den für sie passenden Scheiß und wir versuchen das halt so ein bisschen uns auch anzugucken. Und dann gibt es natürlich noch das Barcamp mit dabei, wo jeder sein eigenes vorschlagen kann. Ja, das finde ich auch ganz wichtig, weil wir überlegen uns zwar im Vorfeld auch viel und wir sind auch super flexibel und nehmen mit dem neuesten heißen Scheiß, Hot Stuff, you know, auch noch Sachen relativ kurzfristig hinein. Aber ich finde es halt auch sehr, sehr schön, dass die Ute von Anfang an gesagt hat, ich möchte aber auch einen Teil, der sich erst sozusagen kurz vorher oder vielleicht erst auf dem Event bildet. Und das ist dann der Barcamp-Nachmittag. Es sind nur zwei Runden, aber sehr gehaltvoll. Ja, kann man jetzt schon sagen, tatsächlich. Und wir haben aber 5 Räume und wenn man sagt, irgendwie, ja, dann finden sich noch 2, die können auch zu Hühner TV gehen, ne?
Also, das ist ja auch immer noch möglich. Ne? Jetzt muss ich mal gerade gucken, ob ich überhaupt noch ein Hühner-TV-Kärtchen habe. Ja, Yes. alle unsere Hühner-TV mit dabei. Ja. Genau, Entspannung wird auch groß geschrieben, weil es ist ein langer Tag und damit man zwischendurch wird man mit Bewegung und Sport motiviert. Auch das ist vernetzend. Und ja, das Hühner-TV, super Vernetzungsding, weil du schaust in den Hühnerstall und gleichzeitig redest du mit anderen, funktioniert auch wunderbar. Ja, Super, ich und ich danke will dir für vielleicht noch dein. mal Danke sagen, dass ich jetzt heute Cool. bei dir sein darf, weil du bist ja auch Sponsor mit deinem Coworkspace vom Online-Booster. Und Ja, wer jetzt Mitglied ist, wer dann mitmacht, bekommt auch hier diese ganzen Infos und Möglichkeiten. Und Christopher, der ja auch mitmacht beim Coworkspace, der wird auch vor allen Dingen auch noch was dazu erzählen, dann im heißen Schiedkram. Ne? Also das finde ich halt auch eine tolle Sache, diese Vernetzungsgedanken, so wie du es gesagt hast, mit dem Coworking, ja auch da dann nochmal wieder so weiter zu denken. Ne? Und ich finde es eine super Geschichte. Also ich will unbedingt, dass das fliegt, was ihr da am Start habt. ja, ich finde es auch schön, weil eben, wie gesagt, dieses vernetzende Arbeiten dann auch auf einer digitalen Ebene läuft, aber deutlich lockerer in Anführungszeichen, gerade für die Menschen, die vielleicht nicht in den Coworking Space gehen, weil sie sagen, ich arbeite anders. Ne? Das ist bei dem digitalen Coworking eine ganz andere Option. Aber dazu sprechen wir an anderer Stelle. Ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich für deine Impulse. Wenn ihr sonst sehen wollt, wann bei uns Live-Events wieder stattfinden, hier ist die URL eingeblendet, genau. Virtuelles Käffchen gibt es da auch alles. Der Kalendario auf unserer Seite sagt auf jeden Fall, wann die nächste Online-Salons stattfinden oder andere Events. Ja. Dann wünsche ich euch noch alles Gute, viel Erfolg beim Netzwerken. Ich danke dir. Und auf Wiederschauen. Ja.